Die Frage ist, wie weit kann man jetzt da bauen? So? Genau. Ja, machen wir so, den Pfeiler nehmen wir dann quasi mit. Da kommt dann quasi mit rein und dann geht das auch schon. Hier lasse ich natürlich offen. Weil, ja, das Dach bleibt offen dann. Aber so, dass hier der Rest dann quasi funktioniert. Ach, ich glaube, der Durst war. Gut, bist wieder geheilt? Dankeschön. Immer diese Kranken. Simulierenden. Perfekt. Dann schließt das quasi hiermit ab. Vier nach oben, weil vier nach oben ist die sicherste Variante. Zwei können die hochspringen, aber vier hatte ich vor ein paar Jahren nicht erlebt, also vor 2 Jahren. Das war eigentlich so eine Sache der Unmöglichkeit. Okay. Manchmal hängt da ein bisschen. Aber ich stelle euch mal vor, ihr müsst so eine Barriere hier bauen, nur um zu überleben. Mit einem Waffenaussichtsturm, der nicht ohne ist. Das ist schon echt heftig. In der Zeit möchte ich nicht leben. Von jeder kleine Schnupfen könnte dich töten, weil du hast ja keine medizinische Versorgung. Ist ja wie damals, die sind ja auch nicht älter als 35, 40 geworden, weil irgendwann war das Immunsystem dann nicht mehr so stark, nachdem sie täglich draußen auf Jagd gegangen sind oder gesammelt haben, um überhaupt zu überleben. So, ich mache jetzt mal die eine Schicht hier fertig. Dann von außen noch eine Schicht, das Ding da hier. Hier zum Beispiel. Das muss zugemacht werden. Und dann geht jetzt mal rein. Und jetzt hole ich mir die Türen. Ah, scheiße, Türen sind komplett drinne. Dann gucke ich mal, ob ich Erdblöcke finde, weil dann kann ich mich draußen einiges anbauen. Dann mache ich das mal so richtig hübsch hier. Bevor wir hier auf Zombiejagd gehen. Weil, wenn ich jetzt hier. Ich würde ja ständig. Boah, diese Stimme. Ich würde ja ständig sterben. Und das wäre ja dann auch doof. Stahl. Ich brauche diese Stahlblöcke. Gut. So. Diese Tür müssen wieder immer zu sein. Denn wenn ich sterbe, möchte ich nicht irgendwo aufwachen, wo dann auf einmal 1000 Zombies auf mich warten, weil ich die Tür vergessen habe zuzumachen. Darauf habe ich keine Lust. Apropos Tür. Wir haben immer noch das gleiche hier. Zweistöckig, also zwei Mauerwände. Gut. Hier ist was.
Okay, dann war bloß ein kleiner Baum. Aber der hat mich gestört, der könnte mein Tod sein. Wenn der da stehen bleibt, so ein kleiner Baum, kann in diesem Fall, kann in diesem Spiel tödlich sein, auch wenn der selber passiv nicht macht. Da vorne ist die Tür, die darf ich nicht zubauen. Ich kenne mich ja so trottelig, wie ich manchmal bin. Okay. Ah, schon wieder hier. So, auf die vier. Dankeschön. Und jetzt kommen die neuen. Aber wenn ich weiter so mache, glaube ich, dass ich ganz gut geschützt bin. Hier. Weil hier baue ich mich auch noch gleich ein Geländer dran. Ne? Hat seinen Grund, weil da mache ich nämlich hier dicht. Dann kann ich mich auch von hier oben dann schießen. Das muss ich mir dann allerdings dann ein bisschen, ja, zurecht fummeln. Aber gut. Muss man durch, wa? Ich bin ja immer ein Bob der Baumeister. So, auch hier. Und dann müssen wir noch eine dritte Reihe machen. Die dritte Reihe kann ich aber mit einem kleinen Übergang machen. Das passt dann schon. So, hier zum Beispiel. Okay. Jetzt muss ich mich hier konzentrieren. Deswegen nicht wundern, wenn ich etwas ruhig bin, weil das ist hier immer so eine heikle Sache, weil man kann auch ganz schnell abstürzen. Oder sich mit einem 10.000er Block hier verbauen und dann heißt das mal abbauen. Holla, die Waldfee. Und auch hier werde ich bei der Tür 3 solche Durchgänge machen. Erstmal hier. Das soll so ein richtiger Schutzwall sein hier. Für mich. Okay, dann machen wir mal erstmal hier so weiter. Das ist ja so eine Sache, die ist ja noch nicht komplett durch. Wir haben drei Blöcke total verbaut. Die mache ich dann offline. Einmal hier. Hier, hier und hier. Gut, das heißt, ich schnappe jetzt den Zaun, baue das erstmal hier so durch und hier war ja noch eine Lücke. Und hier, da machen wir auf jeden Fall noch mal einmal dicht bei der Tür. Na komm. So, und auch hier. So, und dann haben wir hier drei Türen. Das ist schon mal ganz gut. Dann die Fackeln. Mit Fackeln. Haben wir ja die hier.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.